Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von GTA 4. Mit dabei 4, ne? 5, I failed. Egal. Egal, danke. Mit dabei der Alex. Hi. Und ich auch irgendwie. Ja. Ja, dieser kleine Typ. Ich zock so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Irgendwie hasse ich diese ganzen Leute hier. Aber die so schwarz sind wie du, das ist Ja. Ach, Alex, Forscher haben herausgefunden, dass aus meinem Pimmel Antifaltencreme kommt. Nur an die ganzen Bitches hier draußen, ja. Warum was lachst willst du du? damit aussagen? Warum lachst du jetzt nicht? Ich lache, weil ich gerade denke. Nein, nein, Wie soll das nein, sein? nein, nein! Ist okay, Alex, nein! Dass deine Wichse so ausdrücken, Falten Ja, klar. Ja. Deine Remix. Falten. Nee. So, erstmal schön die Leute hier wegdrängen, ne? Kollege. Nee, Mann, ich würde sagen, wir machen wieder Missionen, ne? Vor Mission allem, wir sind ja wieder. schon so ein bisschen weiter jetzt, ne? Ja. Wir wissen zwar nicht, bei wie viel Prozent genau, weil der Titel so fällt, weil das von den Prozentzahlen nicht lesen konnte. Aber Ich würde mal sagen, wir gehen hier zu Trevor, ne? ja, der Kleine ist geboren. Der kleinen Missgeburt, richtig. Und das Navi ist mal über Pro. Ja, ganze Berge drumherum. Also Kann ich alles nicht einfach Berge. hier so zum Über dem Beispiel. Berg. Ja, ich habe mir überlegt, hier so guck. Nee. Wäre kürzer. Brauchst du da ein Handy für? Wieso? Oder du willst einfach über den Berg fahren. Nein, über den Berg wird behindert, oder? Ja, gut. Ja, über den Berg zu fahren wird behindert. Ich meine, das bist du dann jetzt besser vom Grund auch schon mal behindert, also. Ey, willst du jetzt damit sagen, ich bin behindert? Ja. Okay, aber nur ein bisschen. Drei Viertel. Du bist absolut behindert. Nein. Absolut maximal. Nein, nein, nein. No, no, no. No. Ich habe kein Headset-Verschleiß von 100 pro Tag. Ich auch nicht. Ja, Pia auch. Oh. Hey, nein, warte. Er hat einen Verschleiß von 100 Headset pro Tag. Junge, das ist so. Das geht gar nicht. Geht's nicht? Natürlich, das geht, Junge. Wieso das geht, wenn ich schon sieht? Ganz einfach. Pia setzt Headset auf, kaputt. Neues rausholen. Neues Verpackung aufmachen. Scheiße, schau Der mal. macht, nein, der macht die Verpackung nicht mehr auf. Dieses Headset sieht Pierre und ist direkt kaputt einfach. Oder er macht Verpackung auf und Headset geht kaputt direkt. Fällt's auf den Boden oder so. Das arme Headset. Pierres Headset-Vernichter Nummer 1. Boah, ich hab halt kein Headset mehr. Die haben da jetzt Staatsdefizit, weil Pierre Headsets kaputt macht. Wegen Ich meine, Pierre. in den Dings, China macht eine extra neue Firma auf, die nur Headsets für Pierre produziert, ey. Ja. Mit lauter Ching Kinderarbeit. Chang Gaming. Genau, Ching Chang Gaming Headsets. For Pierre. Ja, Mann. Aus Platin. Ne, aus Diamant. Das Beste ist, sie produzieren es dort für 5 Euro und Pierre kauft es für 3000. genau. Gebraucht. Vorher einmal von Laster gefahren. Ja. Aber aus Diamant. Und direkt kaputt, wenn Pierre es anguckt. Ja, das ist kaputt. Ja, Mann. Alter. Ich habe hier einmal mein Handy gegeben, gell. Danach war das irgendwie wirtschaftlicher Totalschaden. Der Junge, Automechaniker hat zu mir ohne gemeint. Scheiße, dein Handy? Was ist denn da damit? Dein Handy findest du schon seit einem Monat nicht mehr in deinem Scheißzimmer. Weil du zu faul bist zu suchen. Nein, nein. So. Ja, doch. Aber ich habe hier einmal mein Headset gegeben. Er hat es nur angefasst, gell? Diesen Touchscreen. Glas gebrochen. Vom Headset. Das hast du gerade erzählt gesagt. Ja, nein, sorry, ich meinte Handy. Du weißt, es hat Touchscreen, ne? Da sollte man schon zart drüber streichen. Pierre nimmt seine Hand, streicht eigentlich auch zart drüber, zumindest hat es so ausgesehen, gell? Und wo er rüber gestrichen hat, auf einmal bekommt dieses Display so Risse. Gell, das platzt auf einmal so auf. Und dann kam da einfach, keine Ahnung, dann kam da so Flüssigkeit raus aus dem Handy. aus dem Handy kam Flüssigkeit, genau. Ich wusste schon ganz genau, was du sagen Das wolltest. Handy hat ejakuliert. Naja, wieder eine Mama. Nein. Der hat andere, du weißt schon, was ich meine. Mit Remix und so. Egal, ich kann nicht mehr. Oh, ich hasse wieder hier eines Pierre sitzt. 3 Minuten lang Pierre gesessen, das ist nicht gut. Sehr gut, das ist sehr gut. Pierre mag es, wenn wir ihn dissen. Aha. Ich glaube, sieht er genauso. Ja. Ja, noch nicht, ne? Nein, nein, nein. Irgendwie ist Trevor schon scheiße. Schon. Gibt's einen kranken Menschen, einen annähernd genauso kranken Menschen, den du kennst?
Außer mich jetzt so, abgesehen so davon. Ja, abgesehen von dir. Also du bist halt heftiger als du selber, aber sonst. Oh, danke fürs Kompliment. Also in deine Mülltonne auf öffentlichen Plätzen habe ich noch nicht gekackt. Nee, aber eher kommt nicht. Ja gut, aber das ist was anderes. Was soll anders? Ja, du, also... Du setzt keinen Haufen hin, sondern ein bisschen weiße Flüssigkeit ab, oder was? Genau. Oh, guck mal. Aus Benzin kann ich nicht. Tell your mom too, will ya? Das war Benzin, er trinkt Benzin. Das ist ein Mann, Alex. Alter. Es schmeckt. Guck mal, diese eine, die wurde gekidnappt und bügelt da. Richtig behindert. Du musst mal oh man. It's cheap, but it's good. Sie Trevor. Gasolina? Tschüss. No. Nein, hör auf, spritz es auf, Trevor, Junge. Jesus. Die macht schon auf seine Mutter. Ja, wie kann der Spritz auf? Stell dir vor, du gehst an die Tanke und tankst nicht dein Auto, sondern dich, Alter. Alter. Dieser Tankstellenbetreiber kommt raus. Sir, Sir, das ist lebensgefährlich. Der trinkt aber weiter. Dieser Preis, 290 Euro schon mittlerweile. Wie viele Liter waren es nochmal? Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more man. Also, you know what? You believe the bullshit. Was macht man den Körper aushalten? 200 Liter. Alle ich glaube 80 oder so. 40, wenn überhaupt. 99? 40, wenn überhaupt. Ja. Junge. 40 Liter. So Monday, Wednesdays and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? Raubüberfälle dran, die Texte nur sechs Tage. Ja. Compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Ja, man, halt Raubüberfälle. Diese arme Frau, die bügelt da und wurde gekidnappt. What the fuck? Ja, der gefällt's. I don't know, but I'll try. Ist doch so. Alter, du wirst gekidnappt und dir gefällt's, bei fremden Leuten, die dich gekidnappt haben, noch zu bügeln. Anscheinend, ja. Unlike you, he hears that his home Trevor hat geile Titten. And he has no problem. Guck mal, so wird Cut hier. Ich hab mir mal nicht. Vor der stirbt und so grüßt man ihn, dann sagst du direkt schon hier so Cut hier. Irgendwie hat's was, gell? Ja. Musst du dir auch mal tätowieren lassen, Kevin. Oder unter die Nippel, lick hier. Oder meinem Anus. Ja, genau. Hm. Oder dein Penis, cut hier. Oder so ein Gesicht auf meine Eichel tätowieren. Alter. Oder über meinen Pimmel. Mach da direkt diese Piercings in die Eichel rein, ey. Oder über dem Pimmel so, wash hier. Wash hier. Oder use Seife, Alter. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. Kennst du es, wenn Pierre Englisch redet? Was? Hello? I'm... Man, Pierre Englisch. Der redet doch gar nicht Englisch. Ja eben, das ist ja der Witz. Guck mal. Hello, I'm 25, my name... Nee, fail. Hello, my name is 25, and I'm Pierre, yes, aber ich liebe das. Das ist so behindert. Junge, was macht denn der jetzt? Das habe ich nicht gedrückt. Ich bin jetzt für nichts mehr verantwortlich. Außer für deine Anus. Genau. Und? Nein. Was ist denn das für eine? Kenn ich nicht mehr. Ach so, ja. Der hat sogar so einen Hund. Der Hund ist richtig behindert. Ja, das ist der, während er jemanden vor uns geht. Oh, verdammt. Scheiß Hund. Ich habe jetzt Unfall gebaut wegen dem Hund. Eindeutig. Ja, was will dieser kranke Trevor? Alter, wo sind die hin? Irgendwie sind die schneller als ich. Wow. Und die nicht, oder was? Die sind zu fünft auf Fahrrad, ja. Komm, ich ramm die einfach.
Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Der Scheißhund hat was dagegen. Nein, nein. Das waren Indianer. Oder Eskimos oder sowas. Alter, Franklin nennt alle Dog. Jetzt weiß ich nicht, ob er den Hund an sich meint oder Trevor. Ja klar. Ich könnte DTM mitfahren, glaub mir. Glaub mir. DTM wäre als erstes tot, also. Nö. Alter, das arme Zebra. Guck mal, die machen Lagerfeuer. Guck mal, diese Idioten können nicht mehr fahren. Können gar nichts. So, jetzt knall ich ab. So, du schwuler Köter. Alter, ist sehr langsam. Guck mal, Frank, der sieht aus wie so ein Zuhälter. Yo, Trevor. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. Was für ein Reh, das war ein Zebra-Giraffe. No, they gone. They ran into the fucking woods, man. Und verpiss dich, du scheiß Katze. Luftunterstützung, also kommt jetzt Trevor, der Wichser. Ja, mit dem Roller. Mit dem Heli. Oder mit dem Düsenschiff. Kann man mit dem Roller fliegen? Wenn man eine Rampe hochfährt, für ein paar Sekunden, ja. Nein. Incoming! Incoming, jetzt fahren wir wie so Krüppel. Ja, können halt. Krüppel! Yeah! Mir würde nie was passieren beim Autofahren. Siehst du, ich fahre wie so ein Gangster. Ich fahre so sicher, das ist unglaublich. Ich fliege genauso sicher, wie ich fahre. So. Was ist das für eine Rostlaube? Ich glaube, das ist das Ding vom FBI-Job. Ja. Der hat einfach geklaut. Ah, da hat der FBI durchgestrichen, hat was anderes gemacht. Ja. Warum wollen sie dich umbringen? Aus Spaß. Weißt du das noch, Alex? Warum die ihn umbringen wollen? Er hat dort deren Haus. Ja, der hat dort deren Haus abgebrannt. Weißt du es nicht mehr? Ja. Hat der Helikopter wenigstens eine Hupe? Nein. Wieso? Da sind nur billige Smartphones mit einem. Ja. Ganz ehrlich, bevor ich mir ein iPhone hole, hole ich mir lieber so ein vergammeltes, alles Nokia-Handy. Irgendwie habe ich mir schon überlegt, ein neues Handy zu kaufen. Aber das wäre dumm. Ja, du kannst einfach erstmal suchen, wie wär's damit? Nein. Tschüss, direkt umbringen oder was? Da, ich hab einen. Das ist ein Redevogel. Nein, das ist eine Katze. Alter. Kevin kann nichts unterscheiden, Leute. Check the river. Du hast einen Fluss überbrücken. Da ist einer. Ist ein Fluss? Ja, River. Da ist einer. Ja, das ist tatsächlich einer. Ist der Hurensohn tot? Ja. Wo sind noch welche? Das ist eine Katze. Ehrlich? Die schwimmt. Katze. Ach nee, das ist schon der Fall. Ich hab keine Orientierung, wenn du die so, Kamera machst. Katze, Katze. Da ist eine Giraffe, da ist eine Maus. So, wo sind denn die Schweine? Nein, das ist auch eine Katze. Das kann eigentlich nur einer von den Spackos sein hier, ja. Wo ist denn der jetzt hin? Ziemlich verarscht. Wo ist denn der jetzt hin? Alter, der war doch eben noch da.
What the fuck? Der war da. Hier ist so einer. Ich hab einen. Das war kein Reh, Mann. Da ist einer, oder? Normal, wenn ich die umbringe alle, dann dürften die gar keine Wärme mehr absondern. Ruhe und so ein Verreck. Mann, wo ist denn der Typ? Nein, Katze, Katze, Reh. Hier ist einer, oder? Ist doch schon längst tot. Du hast einen derben Knick auf die Rette gesagt. Junge, der hat Knick in sein Gehirn, dieser Huawei. Da ist einer. Komm, knall ab. Warum keine Muni mehr? Das ist Trevor. Nein, das ist Franklin, das ist Job. Knall ab. Knall ab. Wo sind denn die Hurensöhne? Die sind schon weggelaufen, wenn du zu langsam bist. Ja, ist auch einer. Huso, Alter. Hinter dem Hügel. Da ist doch dieser Huso. Was ein Bastard. Er ist hinter dem Felsen. Folgejob. Kacknase, ey. Mmh, lecker, es schmeckt, du. Alter, der Hund ist so schnell. Ich bin nicht mal ein Zwanzigstel so schnell wie der. Ich knall den ab. Es ist so dunkel wie meinem Arsch in deinem Zimmer. Das wäre echt nett. Warum ist hier so dunkel wie in meinem Arschloch? Katze getötet? Junge, es war eine Katze. Ich hab den Huso getötet. Hurensohn, der ist tot. Warte, ich knall noch ein bisschen auf seiner Leiche rum, es macht Spaß. Nein! Fuck you. Sammle Franklin und Chop ein. Ich hab gar keinen Bock auf die. Der scheiß Köter versorgt mir mein Leder. Oh, verdammt. Ich hasse Hunde, ohne Spaß. Ich kann Hunde nicht leiden. Soll ich einfach mal Franklin überfliegen? Komm, wir verarschen die. Komm, warte, wir verarschen die mal ein bisschen. Ups. Genau das passiert, du Hunde aus dem Mac oder so. Junge. Und dann ist die Mission verloren. Hör mal auf, Mann. Das ist die Mission verloren. Ja, die Junge, du stellst dich auf den drauf. Ey. Mal gucken, was er jetzt macht. Junge, der kriegt sie weg, der kriegt sie weg. Verdammt. Intelligenter als du. Die waren intelligenter als du. Junge, der arme Hund. Oh, jetzt. Ich mach so, dass der Hund Angst kriegt oder verreckt. Warum kannst du nicht so links fliegen und die fahren raus? Wahrscheinlich haben die Sicherheitsgurte, Alex. Egal. Mit dem Knochen, mit dem man die wegspringen. Du meinst diese Schleudersitze? Wie? Einfach Sicherheitsgurte. Hier hat mir doch letztens Rechnung gezeigt von Saturn Headsets. Der dann schon wieder mit der Nummer an, der hat am einen Tag, ja, 72.648 Euro und 92 Cent für Headsets ausgegeben. Alle von Logitech und von Razer. Als ein Schritt aus dem Saturn war es einfach die Tüte explodiert. Der kann die Leute, gell, die sehen nur noch, da regnet Headsets. Alle so ein mit einer Ohrmuschel die andere abgerissen. Mikrofon kaputt. Aber die ganze Tüte ist einfach explodiert. So. So,
So, ich kann landen. Hoffe ich. Ich hoffe mal, dass ich landen kann. Ne? Also, so viel sollte ich mittlerweile schon können. Landen. Remix. Du meinst einfühlsam. Gott, der Scheißhund macht mich aggro. Ja, vor allem, der ist so fett. Kackhund. So. Bestanden. Behinderter. Okay. 50% kann man kennen. Yeah. 50% sind gut, du Nutter. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's von der Folge, oder? Jo, war eine lustige Runde jetzt mit Alex, ne? Ja. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Würde ich mal sagen. Tschö.